Los geht's mit dem Luxemburger Patrick Schmidt, 13. der Qualifikationsgruppe B mit seiner Kurzkür. Schöne Kombination, dreifach Lutz, dreifach Tulup. Der Doppelachse. Im Training arbeitet er fleißig an einem Dreifachen, aber der ist noch nicht so sicher genug, dass es das Risiko wert wäre, im Kurzprogramm ihn zu zeigen. Patrick Schmidt besticht durch einen sehr eleganten, sehr flüssigen, weichen Laufstil, der ihn von dem Großteil der restlichen Starter abhebt. Aber auch das muss man sagen, sein großes Manko, der fehlende dreifache Achsel. Und ohne den, das muss man so sagen, ist eine Platzierung unter den ersten 15 in Europa schon fast nicht mehr möglich. Trotzdem zeigte der Luxemburger die ihm mögliche Höchstschwierigkeit. Hier sehen wir jetzt nochmal in der Zeitlupe die Kombination dreifach Lutz, dreifach Tulup. In der letzten Saison hat er damit große Schwierigkeiten bei den Welt-Europameisterschaften und auch Olympischen Spielen. Jetzt gelang sie ihm scheinbar spielend. For the first skater, the referee asks each judge for his mark. He establishes the median mark and gives it to the panel. The judge is free to consider this mark or to give his initial mark. Innovatives Programm, choreografiert von Diana Goolsby, die auch für die Berliner Peggy Schwarz Mirko Müller arbeitet. Bei einem der Mann, der schon viele Spitzenläufer zu Europa und Weltmeisterschaftsmedaillen geführt hat. Peter Jonas trainiert den 24-jährigen Luxemburger in Dortmund. Ja,
am Anfang dauert die Bewertung immer etwas länger, denn beim ersten Läufer wird eine Basisnote festgelegt, an der sich alle neuen Preisrichter dann später orientieren, um nicht für ein zu großes Wirrwarr in den späteren Bewertungen zu sorgen. Man kann aber auch deutlich merken, dass durch die Einführung dieses von mir eben schon erwähnten Videosystems sich die Wartezeit bis zur Wertung doch ein wenig verlängert. Keine Frage, viele Preisrichter nutzen eben diese Möglichkeit, noch einmal die technisch genaue Ausführung der Elemente zu überprüfen, und das nimmt halt einige Zeit in Anspruch. Aber ich glaube, auf Kosten oder zugunsten einer höheren Objektivität kann man das in Kauf nehmen. Gut, die Wertung ist da. 3,8 bis 4,3 in der A-Note. Das war nicht anders zu erwarten. Wobei man allerdings sagen muss, dass das wirklich eine recht harte Bestrafung ist, denn Patrick Schmidt unterliefen keine Fehler. Einzig und allein fehlte der dreifache Axel. Bis 4,4. Insgesamt gute Leistungen von Patrick Schmidt. Man wird abwarten müssen, wie viel das jetzt insgesamt wert ist.